So, jetzt wollen wir das Ganze mal zeigen, wenn man die Makroskopansicht nicht nimmt. Das heißt, man macht einfach einen Eindruck mit dem Objektiv und dem Vickers-Eindringprüfer und fertig. Hat also kein großes Übersichtsbild. Ich gehe mal eben kurz hier zu den Einstellungen. Also wir sehen hier Eindringkörper Vickers, 10 Kilopond, dann 10 Sekunden Eindringzeit. Für eine Vorführung können wir noch weniger machen, aber egal. Wir haben jetzt hier dann halt, und dann da rechts daneben ist dann der Knopf Härteprüfung, der dann den Eindruck machen würde. So, jetzt hole ich mal den Probenhalter da wieder drunter. So, und jetzt sehen wir da halt ein unscharfes Bild. Auch hier machen wir dann die automatische Teilerkennung. Der Härteprüfer fährt wieder auf den Sensormodus. Er drückt kurz drauf und hat dann hier auch ein scharfes Bild. Jetzt sehen wir im Vergleich zur Makroskopansicht ja nur da, wo er tatsächlich, wo er sich gerade befindet. Wir wissen aber jetzt nicht ganz genau, wo das im Schliff ist. Wir sehen das natürlich, ne? Also das heißt, man kann jetzt hier gucken, man sieht da im Endeffekt, wo da jetzt drauf steht. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Kamera hier so hinkriege, aber man kann da auch noch so einen Lichtfleck sehen. Aber man muss dann schon mit dem Auge auch auf den Härteprüfer gucken und schauen, wo man sich befindet. Aber ich kann jetzt natürlich hier auch ganz einfach meinen Eindruck setzen. Fährt dann darüber, macht dann da seinen Eindruck. Ja, 10 Sekunden Eindringzeit oder Haltezeit, okay, man kann das natürlich auch 5 Sekunden erniedrigen. Vielleicht machen wir das beim nächsten Video einfach mal ein bisschen schneller. Aber es gibt ja gewisse Haltezeiten laut Norm und ein vernünftiger Eindruck dauert halt so lange. So, und auch hier gibt es dann das Ergebnis automatisch, wenn der Eindruck gemacht wurde.